Moin, ich begrüße euch bei der Bogensportwelt. Mein Name ist Christopher und ich zeige euch heute mal das Einschießen einer Armbrust mit Zielfernrohr. Zum Einschießen nehme ich die Compound-Armbrust Scorpions 2 von Xbo mit 185 Pfund und einer Bolzengeschwindigkeit von 370 FPS, das sind ungefähr 406 Stundenkilometer. Bevor wir jetzt aber zum praktischen Teil übergehen, noch ein wenig Theorie vorweg, weil sich während des Einschießens der Armbrust einiges besser erklärt. Hier auf der Scorpions 2 Armbrust sitzt zum Beispiel ein 4x32 Zielfernrohr, das uns zum Beispiel keinerlei Zahlenangaben auf dem Absehen gibt. Kurz gesagt, wir haben hier nur wilde Linien und Fadenkreuze. Ich werde mich aber beim Einschießen auf das erste obere Fadenkreuz konzentrieren und damit die Armbrust einschießen. An der Höhen- und Seitenverstellung auf diesem Zielfernrohr ist dabei eine Aufschrift. Eine 1, dann Klick, ein Kreis, ein Viertel, Anführungszeichen, 100 und J und D. Das heißt, ein Klick ist ein Viertel Zoll oder ein Viertel Mohr auf 100 Yards. Es geht hier also um die Korrekturbewegung an der Seiten- und Höhenverstellung am Zielfernrohr. Kurz zur Mechanik, wenn man die Höhen- und die Seitenverstellung langsam bewegt, klickt diese Einstellung ständig und rastet beim Drehen immer wieder neu ein. Jeder einzelne Klick bewirkt, dass sich das Zielfernrohr um eine gewisse Zahl an Millimetern verstellt. Also es würde jetzt zu weit führen, was ein Mohr oder was Milzangaben sind und so weiter. Das erkläre ich lieber noch einmal in einem anderen Video. Für uns ist es jetzt aber nur wichtig, wie viel Millimeter sich das Zielfernrohr bei einem Klick verstellt. Ich habe hier in unserem Fall mal eine Tabelle in Meterangaben dargestellt. Gut, zur Tabelle. Oben sind die Meterangaben, in welcher Entfernung das Ziel steht. Und unten die Korrekturangaben in Millimetern. Das heißt, bei einem Klick mit der Höhen- oder Seitenverstellung. Das wären dann in unserem Fall, weil ich mein Ziel auf 30 Meter gestellt habe, 2,1 mm pro Klick. Und bei 10 Klicks, also dann mal 10 gleich 2,1 cm auf 30 Meter. Man sollte die Armbrust mit einem geeigneten Einschussbock einschießen. Hat man diesen nicht zur Hand, gehen auch mehrere Sandsäcke oder aber auch zum Beispiel gefüllte Säcke mit Kirschkern als Auflage. Zum Ausrichten zum Beispiel der Armbrust hilft eine Wasserwagenlibelle, so wie hier am Einschussbock zu sehen ist. Es gibt aber auch einzelne Wasserwagenlibellen in unserem Shop zu kaufen, die man auf der Armbrust befestigen kann. Gut, dann kommen wir zum ersten Beschuss des Ziels. Dazu gebe ich 3 Schuss mit der Armbrust ab, um den mittleren Treffpunkt der Armbrust zu finden. Ich ziele natürlich dabei immer auf die Mitte des Ziels. Schauen wir uns einmal das Ergebnis an, dann sieht man hier zum Beispiel einen Tiefschuss. Das heißt, ich habe auf die Mitte gezielt und der mittlere Treffpunkt liegt aber rechts tief. Der mittlere Treffpunkt erschließt sich jetzt aus den 3 Bolzen. Wenn man jetzt ein Dreieck aus den 3 Treffern bildet und sich aus diesem Dreieck die Mitte heraussucht, hat man den mittleren Treffpunkt ermittelt. Diesen sollte man dann nehmen, um die Korrektur am Zielfernrohr durchzuführen. So, und in welche Richtung klicke ich jetzt, wenn ich mein Zielfernrohr justieren will? Es gibt hierbei eine ganz einfache Regel. Also merkt euch, klicke dahin, wo der Bolzen hin muss. Ich werde jetzt einfach mal 10 Klicks an der Höhenverstellung nach oben drehen, also ab, und 10 Klicks an der Seitenverstellung nach left, also links drehen, um zu zeigen, dass es laut Tabelle mit den 2,1 cm in etwa hinkommt. Dazu gebe ich dann wieder 3 Schuss ab. Okay, schauen wir uns auch hier das Ergebnis an. Wenn man jetzt auch hier vom mittleren Treffpunkt ausgeht, kommt es in etwa mit den 2,1 cm auch hin. Da wir jetzt also noch ca. 10 cm von der Mitte entfernt sind, verstelle ich jetzt also nochmal die Höhe um 50 Klicks nach oben, also ab, und auch nochmal 10 Klicks nach links und gebe danach nochmal 3 Schuss ab. Und wie wir sehen, stimmt der mittlere Treffpunkt in der Höhe noch nicht.
Da waren die 50 Klicks anscheinend zu viel, während die Seitenverstellung schon passt. Da es sich jetzt noch um 5,5 cm handelt, werde ich jetzt noch einmal in der Höhenverstellung 25 Klicks nach unten drehen und dann schauen wir mal. So, das sieht auch schon mal gut aus. Für mich ist die Armbrust jetzt eingeschossen. Man könnte jetzt natürlich noch in die Feinheiten gehen und 2 bis 3 Klicks an der Höhenverstellung nach unten und eventuell 2 bis 3 Klicks an der Seitenverstellung nach rechts drehen. Mir reicht aber dieses Ergebnis. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Der Zielpunkt der Armbrust verändert sich natürlich, wenn verschiedene Bolzen benutzt werden. Das heißt, Carbonbolzen und Aluminiumbolzen sind durch ihr Gewicht allein schon unterschiedlich. Dazu kommen auch noch verschiedene Spitzen, die auch verschiedene Gewichtsklassen haben. Deshalb sollte man vor dem Einschießen dies immer beachten. Tja, soweit erst einmal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst bei der Bogensportwelt.